Und damit willkommen zu einem neuen Part von Shadow of the Colossus. Wir haben jetzt schon 15 Kolosse besiegt. Ja. Und es gibt ja 16, das heißt, theoretisch dürfte jetzt der Endboss kommen. Das war der letzte Part. Theoretisch ja. Aber vielleicht kommen wir wirklich noch 12. Die alle so aufgebaut sind wie der von gerade von der vom letzten Part. Genau, nur dass man die halt dann fünfmal öfter treffen Ja, muss. und dass er ja noch Schwachstellen an beiden Händen hat und an den Füßen Genau. und hat dann Schwerter auch an den Füßen und Und die ganze Zeit im Kreis sich dreht. ja, und ständig wackelt und hin und Genau, her der macht einen Tanz. ja. Endlich der letzte Koloss. Das Ritual ist fast vollzogen. Euer Wunsch ist fast gewährt. Obwohl der letzte ist, sag ich nicht. Doch nun steht jemand bereit, euch in den Weg zu treten. Beeilt euch, die Zeit wird knapp. Also ich kann schon mal so viel sagen. Das wird ein Überlänge-Part. Ja. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Der Part wird sehr ein doppelt so lang wie der andere. Nee, kommt noch an, wie ich mich anstelle. Nee, ich sag's mal so. Ah, die müssen einfach nur geradeaus. Ah. Ich sag's mal so. Der letzte Koloss verkörpert einen Magier. Der magische Geschosse. Unter anderem. Scheiße. Das konnte ich mir nämlich noch erinnern. Und der hat auch verschiedene Formen. Also was heißt ja verschiedene Formen, aber verschiedene Dinge. Dinge, was du beachten musst, wie du dann zu seiner Schwachstelle kommst. Das wird richtig scheiße. Aber es ist echt ein anspruchsvoller Kampf, muss man echt sagen. Nicht nur, weil er rumwackelt oder sonst, sondern wirklich anspruchsvoll. Du musst nämlich erstmal zu ihm hinkommen. Ja. So, es kann eine halbe Stunde vergehen, ehe du bei dem bist. Vielleicht. 50 Minuten später. Ja, wie Ich war's mit einer halben hab ihn Stunde? noch nie mal gefunden. Ist das nicht dieser große schwarze Magier, der direkt vorne steht? Nein! Was mich wundert, wieso wir nach unten müssen. Und hier rechts noch so ewig viel ist. Vielleicht weil das der Babbo ist. Aber es kann auch sein, einfach rechts und links, dass das ja vielleicht, keine Ahnung. Verbuggt ist oder so. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird das Finale. Finale! Boah, ich habe den Salamander voll überrannt. Ja, es klebt da an der Hufe von Pelelope. Ach ja, die Penelope. Was für ein Drecksvieh. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Nein, ich glaube, das war falsch. Müssen wir umdrehen. Dachte immer, dass der Strahl den Koloss anzeigt, aber an sich zeigt er ja eigentlich nur die Schwachstelle an. Ja, also im Prinzip auch ein Koloss. Genau. Er kann einfach so eine ewig große Steppe und alles Mögliche unbewohnt sein. Das ist eigentlich schon heftig. Aber es ist, glaube ich, auch das verbotene Land oder so, keine Ahnung. Was denn da, wenn es verboten ist? Ja, meine Dings wiederbeleben. Ja, Meine Olle. ja die, und dann ist es doch schön gerecht, dass die so scheiße ist, wenn die im verbundenen Land ist. Ach ja. So renne ich auch am Street An Fighter. Street Fighter. F. Oder mit dem. Wie war das? Was hast du nochmal Mit dem gesagt? Timen muss ich noch üben. Genau, mit dem Timen. Ach ja. 4:44 Uhr haben wir übrigens. Das ist unglaublich, wenn ich
zu 90%, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es immer so eine Zahl. 12 Uhr 12, 15, 15. Ich muss es bestimmt irgendwie reinleuchten oder so. Penelope! Ich glaube, ich werde die so lassen, wie sie ist. Sie ist ja noch warm und wird nicht kalt. Ja. Liegt ja in der Sonne. Das war gut. Ja, dann reiten wir mal da hoch. Schaut die schon echt behindert aus, schon so. Penelope ist einfach behindert. Oh ja. Mein Pferd mit Down-Syndrom. Das ist ein Film. Ein Filmtitel von Til Schweiger. Jetzt reitest du weiter, Show. Wow! Was? Bist du tot? Was? Wenn ich da jetzt nochmal hinreiten muss? Nein! Du Fotze! Aber warum ist er gestorben? Och nö! Wie war das mit einer Abstimmung bis zu bei dem Wissen? Och nö! Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Sicher? Also, da ich so drauf springe. Schwere Geburt. Ja, das ist es. Ich glaube, man sollte das Mikrofon leicht drehen. Ja, sollte man. Vielleicht ein bisschen. Aber nur minimal. Ja. Nee. Wir drehen es wieder zurück. Okay. Das war's. Wir sind tot. Ja, das waren wir. Ich werde langsam müde. Wirklich? Glaube ich. Das Ding ist, ich kann pennen gehen, bin ich. Aber ich glaube, wenn ich heimkomme und dann pennen gehe, ist es auch nicht gut. Wieso? Weil ich nicht bis zum nächsten Morgen durchpennen werde. Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Dann gehst du halt um 6 Uhr pennen. 10 Stunden wirst du zum Minimum pennen. Ja, sollte ich auch. Von 6 bis 6 sind 12 Stunden. Wieso sollte ich um 6 schon aufstehen? Na ja, deswegen sehr Minimum sind es 12 Stunden, die du anpennst. Das heißt um 8 Uhr. Und wir müssen um... Wir müssen um 11.15 Uhr müssen wir los. Weiß ich gar nicht. Doch, müssen wir. Ich guck mal eben. Müssen du da hinreisen. Wir müssen mal gucken, wie viel das eigentlich kostet. Ja. Ich weiß gar nicht, zählt das noch zu JMV? Ich glaube nicht. Aber wir ja nur nach Frankfurt rein sollen. Wie heißt es nochmal? Ich glaube Hessen-Ticket. Wie heißt es nochmal? Nauheim. Nauheim Bahnhof. Weil im Nauheim kosten beide Groß-Gerau. Genau. Da müssen wir nämlich morgen hin. Genau, wenn ihr auch da seid, dann könnt ihr uns treffen. Ja, aber den Part werdet ihr wahrscheinlich erst sehen, wenn wir da eventuell schon wieder sind. Aha. Okay. Ja. Wir müssen 11.10 Uhr los. Wieso? Ja, sag ich doch, 11.10 Uhr. Nee, warte mal. Oh. Also, reit doch jetzt endlich mal los. Du hast 11.15 Uhr gesagt. Ja, 11.10 Uhr oder 11.15 Uhr, mein Gott. Penelope, komm her. Hallo. Wie reitest du? Hallo.
Ausreiß völlig außenrum. War vielleicht nicht die schlauste Idee, hier abzuspringen. Penelope! Da kommt's an, geritten. Ja, ja. Na, jetzt muss ich das wieder öffnen. Ist mehr im Fortengebiet. Ist es? Yep. Was öffnen wir das wieder? Was ist einfach das MV-Ticket? Ja. Und dann auch wieder City Frankfurt. Glaubst du? Müssen wir dann schauen. Aber ich denke schon. Ja. Ja, ich verstehe das mit dem RV-Ticket hier eh nicht. Wie so man da verschiedene Stationen angeben kann. Ja, das ist sowieso schwarz. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil ja, es müsste ja theoretisch für alle RMV-Bereiche gelten. Ja. So kenne ich das. Ja. Zum Beispiel auch mit dem Bob-MVV-Ticket. Was? Bob-MVV, das ist praktisch sowas ähnliches, sag ich mal. Kannst du auch nicht mit Penelope? Nee. Scheiß Pferd. Aber was ich probieren kann. Also soll ich es probieren? Nee, ich will es eigentlich gar nicht probieren. Was, wenn du außen rumläufst? Oh nee. Ich glaube, das schneide ich. Ja. Ja, das schneide ich. Ja. Oh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Ja. Und jetzt gucke ich mal, wie ich hier rüberkomme. Oder warte, ich hab ne Idee. Außen rumlaufen? Nein. Du schmeißt das Pferd einfach darüber. So ähnlich. Zieh mich jetzt eh schon wieder. Fell? Ja. Aha! Penelope! Penelope! Nein! Penelope! Alter, Penelope ist wirklich gestorben. Und ich hab's gerade noch als Down-Syndrom-Pferd bezeichnet. Was für ein Spaß. Das ist schon irgendwie traurig. Eigentlich ja. Das hat uns immer begleitet. Alter. Und das ist so für seine Olle. Schau, Frauen machen nur Probleme. Ja. Darum sterben die Pferde aus. Nur deswegen. Ich glaube, du musst dich nicht lang. Ich verspringe so, du bist tot, hast kein Pferd mehr. Muss ich alles laufen. Alter. Will ich mich erhängen. Oder auch nicht, aber mindestens. Vielleicht doch erhängen. Dabei muss ich gar nicht hoch. Aber warum ist das Pferd nicht einfach mitgesprungen? Ja, weil es doch weggebrochen ist. Ja, hätte das Pferd einfach schon mal springen müssen. Nee, es ist ja nach hinten weggebrochen. Das war das Problem. Ich konnte noch von ihr abspringen. Hab sie wahrscheinlich dadurch noch weggedrückt. Du Mörder, du. Schlingel. Aber wir sind vielleicht fast beim Boss. Ja. Wir rächen jetzt das Pferd. Sind es gleich beim Boss. Wir rächen auf jeden Fall das Pferd. Auf alle Fälle. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Wie man sich anstellt. Wir kommen, um das Pferd zu rächen. Alter, was er für eine Kraft haben muss, um so in der Wand zu hängen. Eigentlich ja. Ist ein Japaner. Das ist hundertprozentig. Ist er ja auch. Schau mal, wie klein der ist. Ja, okay. Guck mal, wie der läuft. So laufen nur Japaner. Genau. Ei. Ja, ich bin da. Das
jetzt kommt eine Cutscene. Kann sein, ja, das wahrscheinlich. Schon sein. Es kam immer eine Cutscene beim Podcast. Dies ist der letzte. Es regnet hier rein, was? Ich glaube, du musst da runter. Nee, ich glaube, ich muss hier hoch. Oh, schon, du bist jetzt da runtergesprungen. Wieso sollte ich? Also, ich wäre da, glaube ich, runtergesprungen. Nee, ich springe hier nirgendwo runter und ohne nicht bevor, bevor ich zweimal überlegt habe. Ja, das ist der Koloss. Das komplette Teil. Soweit ich weiß. Ja, oder was heißt der komplette Teil? Der ist eigentlich nur oben drauf, aber das ist sowas, das so leuchtet. Oh, ich hab gedacht, dass ich so ein Magier in deiner Größe. Ja, ja, gut. Alter. Der hat coole Armbänder an seinen Armgelenken. Der ist so ein Leuchtarmband, kennst du den? Ja. So ein Knicklicht. Alter. Genau. So ein Knicklicht und dann um Arm rumgebunden. Vor allem, der schießt es nach mir. Das ist gar nicht toll. Erstmal zu dem hinkommen. Ja, das wird lustig. Und das ohne Penelope. Was, wenn du das Pferd rufst? Och nö. Alter, zieht der viel. Ja. Alter. Komme ich gar nicht voran. Ich hab glaube ich auch falsch begonnen. Ich bin tot. Aber zum Glück muss ich jetzt nicht mehr von vorne anfangen, weil ich schon beim Koloss war. Ja, vielleicht zählt das nicht. Doch, zählt es. Zum Glück. Aber ja, der zieht viel ab. Du fragst, was musst du tun? Siehst du nochmal? Sieht dich ja nicht. Siehst du? Oh, hat noch ein zweites Mal geschossen. Und ein drittes Mal. Alter. Ich weiß gerade, wie ich da vorbeikommen soll. Wie gesagt, die ist noch warm. Aber der schießt ja immer wieder, das ist ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Oh, ich glaube, ich hab's gefunden. Die Säule ist auch so eine Supersäule. Ich bin fast gestorben, weil ich da runtergefunden bin. Das wäre extrem aber lustig. Okay, ich hab's gefunden. Weil ich weiß, dass man von Deckung zu Deckung gehen muss. Aber hab halt nicht gedacht, dass man am Anfang irgendwas anderes hat. Du bist schon wieder fast tot. Ein Hit und du bist tot. Ja. Weißt du, was ich meine? Nein. Oh, das war schon wieder etwas knapp. Aber diesmal habe ich mich festgehalten. Und wie gesagt, ich muss erstmal zu dem hinkommen. Ja. Und dann kommst du bei den hin und stirbst und darfst alles nochmal machen. Ja. Nee, ich glaube, es gibt auch nochmal so eine Art Safe Point. Wenigstens kann ich jetzt ein bisschen Leben regenerieren, so lange. Wie riesig der einfach ist. Ja, wie gesagt, schon eigentlich, das ist jetzt so einer in deiner Größe. Wie wenig Leben ich einmal regeneriere. Was, wenn du mir jetzt dann schon stehen bleibst? Dann wäre ich wieder voll. Du musst es ja gleich bei dem denn sein.
Ja. Das wird ein harter Kampf. Ja, das glaube ich. Macht einfach mega viel Schaden. Oh yeah. Aber merkt immer eins, du hast der, also der stirbt, wenn er tot ist. Stimmt. Stirbt, wenn er kein Leben mehr hat. Genau so war das. Wenn du mich erschießt, überlebe ich das nicht. Wow. Frag mich nur, wo ich hin muss. Ich würde sagen, an den Teil da immer wieder lang. Das sagt ja die Welt. Oh, das wird. Was soll ich denn das machen? Jetzt! Man kann es auch übertreiben, ja? Und ist jetzt schon wieder viel Leben regeneriert. Ja. Wenn ich mir anschaue, mit was ich hier losgelaufen bin. Oh yeah. Da ist er, oder? Ja. Jetzt darf ich erstmal an dem Koloss hochklettern. Und das ist schon kein Koloss mehr. Und mich erstmal ein bisschen anständig hinsetzen. Und wenn du jetzt stirbst, spawnst du anscheinend, glaube ich, da Glaub, wieder rein. ja. Sind die Schwachstellen wenigstens denn gut sichtbar? Ja, also Oder man offensichtlich? offensichtlich, ja. Weil du einfach immer weiter nach oben klettern musst, soweit ich weiß. Wo es da auch mehrere Wege gibt, glaube ich. Also, das heißt mehrere Wege, du kannst halt so ein Solange alle bisschen Ziele nach oben führen. an halt verschiedenen Stellen hochklettern. Sind es nicht wirklich mehrere Wege. Also eigentlich immer dasselbe, bloß an verschiedenen Stellen halt. So, und ja, es sollte eigentlich so klappen. Ich glaub, hier hoch. Kann eigentlich immer noch Feuerbälle schmeißen. Ja, eigentlich ja, aber er trifft mich halt hier nicht, weil ich zu nah bin. Ist er denn in der Box dich selbst? Ja, hier muss ich hoch. Das bin ich nämlich gleich bei ihm oben. Sie kann mich da nicht festhalten. Da war es irgendwie von hinten. Kann auch sein. Hoppala. Aber die Kamera ist schon was näher gekommen. Das könnte was Gutes bedeuten. Ja, ich glaube, das war hier hinten. So, ja. Schaut gut aus. Yep. Genau, und deshalb hat er immer so kleine Schwachstellen. Und dann passiert immer irgendwas. Genau, es langt er nach hinten. Und das heißt es für mich, dass ich theoretisch ihn anspringen muss. Aha. Ja, und so läuft es eigentlich auch. Aber es hat den kein Live gezogen. Nee, nee, nee. Ist ja auch keine Schwachstelle. Das ist kein Koloss, das ist ein Turm. Genau, und jetzt habe ich hier. Bin ich hier vorne. Wohohoi! Und jetzt muss ich auf seinen. Genau, jetzt muss ich auf seinen Arm. Den sein Gesicht, das war So. hässlich. Okay, jetzt wackelt er ein bisschen.
Oh. Boah. Oh, es beginnt das praktisch schon mal von vorne, weil ich verkackt habe. Das sind, wie gesagt, das sind so verschiedene Stufen, die man immer machen muss. Wenn du eine verkackst, musst du immer alles von vorne machen. Ja, komm halt davon, wo du landest. Also, wie du verkackst. Das heißt, hättest du in deiner Handfläche gelandet, dann wäre der Dreck. Dann wäre es gut gewesen, weil, soweit ich weiß, schlägt er, sobald ich die Stelle da steche, in der zweiten Hand drauf zu oder ich muss drauf zuspringen. Ich weiß es gerade nicht. Mein Kreuz! So. Wuhuhuhui! Dann gehe ich hier hoch. Kurz ausreigen. Das war so nicht geplant. Und wenigstens bist du noch auf dem Arm. Och man. Du warst bis gerade auf dem Arm. Da hat er schon auf den Arm genommen. Ja. Ja, leider. Ja, ich weiß noch, damals habe ich glaube ich auch gar nicht mal so kurz für den gebraucht. Weil der ist vor allem diese Stufen da. Was hast du denn null live bis jetzt gezogen? Ja, halt ein bisschen was. Ja, aber das ist ja kaum sehbar. Ja, aber das ist, wie gesagt, ist ja auch noch keine Schwachstelle. Das sind ja nur so angeschwachte Stellen. Ja, so Punkte, die einem praktisch zeigen, dass da praktisch was passiert. Quicktime-Events? Ja, das ist nicht wirklich. Ja, das ist ja kein Quicktime-Event. Vorstufen eines Quicktime-Events. Aber ich dachte eigentlich, dass, wenn ich... Oh, danke. Och nö, nein! Och nö. Bist du jetzt wieder ganz unten? Nee, nicht ganz, aber fast. Oh, das wird anstrengend. Wenn der Part anderthalb Stunden geht, Litze ist auch hoch am Stück. Ja, mal gucken, vielleicht sehe ich dann irgendwo einen sinnvollen Cut oder sowas. Ja. Wie lange geht denn der Part schon? Ich hab keine Ahnung. Dann musst du noch ein bisschen was abziehen. Wegen, weißt schon, wegen dem Rausschneiden. Weil ich nochmal gestorben bin. Also ich finde, sobald man was cuttet und keinen Timer hat, ist es extrem schwer abzuschätzen. Ja. So. Oh, mein Gute ist ja, dass du echt nur kurz reinstechen musst. Ja. Und da nichts irgendwie rumfackelt oder so. Beim Reinstecken. Okay, das ist scheiße. Ich muss mal einen Schluck Spezi trinken. Das sollst du ja so. Och nö. Oh. Och nö. Uiuiuiui. Mal schauen, wie viel ich hier von cutte und wie viel nicht. Bin mir noch nicht sicher, was ich da jetzt genau machen soll. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Wieder in der Handfläche. Mal schauen, wie weit ich jetzt komme. Jetzt. Okay. Ja. Oh, mein Arm. Spring jetzt. Was ist? Ja, ich bin da noch so halb dran. Irgendwann müsst ihr doch jetzt auf die erste Schwachstelle kommen. Oh mein Gott. Wo muss ich? Ich überlege gerade, wo ich hin muss. Ich seh's. Oder? Hier runter muss ich auf keinen Fall. Weil hier komme ich ja eigentlich praktisch her. Nein!
Wo muss ich da hin? Habe ich jetzt echt nicht gesehen? Ich dachte, ich musste irgendwie draufspringen. Es gab irgendwie am meisten Sinn für mich. Auf die eine Plattform da vorne. Ja, so gesehen jetzt über der, wo, über die Schwachstelle, wo du jetzt bist da, ne? Ja, bloß auf der anderen Seite. Genau. Das gab für mich am meisten Sinn. Ja, weil da gab's ja sonst nichts. Also ich glaube in die Laser, Glitzer, Knicklicht, Armband. Ne, muss ich glaube ich nicht. Ne, ich glaube, das wäre tut auch mal. Ja, ich glaube auch. Die Knicklichter tun so. Glaubst du, der kommt sich cool vor? Ich glaube ja. Ja, schau mal, die haben sogar, sind sogar so weiß-schwarze Knicklichter. Diesmal klappt das sofort. Ich häng irgendwie ziemlich scheiße. Aber du hängst. Hier hoch muss ich auf keinen Fall. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich hier hoch muss. Eigentlich ja. Aber kommt ihr da nicht irgendwie näher? Hier runter auf keinen Fall. Nein, fast. Ich glaube, ich hatte es fast. Na, wieder hoch. Nein! Was? Aber das war richtig. Oh, man kann hier sogar hier außen rum machen. Ja, ich glaube auch, dass es richtig war. Alter. Wie lange nehme ich denn jetzt bitte schon auf? Nur wegen dem Part. Koloss. Nicht Part, oder? Ja, ist ja der Part. Nein, das ist der Koloss. Vielleicht ist da ein Stück des Blitzes, was ja auch. Ja, vielleicht mache ich dann einen kleinen Part davor. Wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist gerade voll nicht erkannt. Stell dir mal vor, du hattest noch die Ausdauer vom ersten Koloss. Das ist unmöglich dann, glaube ich. Das könnte auch sein im Hardmode, dass die Ausdauer schneller weggeht. Ja, könnte auch sein. Ey. Der trollt mich. Nein, ich fall gleich runter. Oh oh. Oh oh. Oh. Ich brauch die Ausdauer. Ja. Okay. So. Ja. Jetzt soll ich nur an die richtige Stelle kommen. Ist hier vorne irgendwo. Und das dreh dich. Schnell, bevor meine Ausdauer weg ist. Nein! Oh. Das ist echt. Da kriegt man echt das Kotzen, ey. Ja. Also willst du da nicht festhalten? Okay. Man muss gar nicht von hinten rauf. Aber bist du hast vor Minuten verschwendet. Ja, du bist blöd dafür, dass ich da raufkomme. Der erste volle Ausdauer. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vor allem, das ist ja noch nicht mal alles. Dann kommt ja noch die Schwachstelle. Und der wackelt so ekelhaft. Der wackelt so unglaublich ekelhaft. Soweit ich mich erinnere. Kannst du dich nicht erinnern, dass es das Regenbogen pupst oder so? Nee. Falls du dich jetzt ganz einfach daran erinnerst, wenn der das macht, hilft ich das? Bestimmt. Der trollt dich schon wieder ein bisschen. Ja, nee, aber ich trau mich selbst. Och, nö. Wie es weitergeht, das und vieles mehr erfahrt ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow of the Colossus. Genau. Ja, oh, das war ein bisschen laut. Aber es ist so, dass der letzte Part ging ungefähr, wie viel waren das? 1:20? Oder 3 Tage. Ja, und da dachten wir uns, vielleicht cutten wir es nochmal in der Mitte. Und jetzt habe ich
einen Haufen Versuche rausgeschnitten, die eh nur, die hatten kein Commentary. Und da bin ich eh nur runtergefallen. Und deswegen geht's weiter im nächsten Part mit dem Finale. Bis dahin. Tschüss.